So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Webinar über internationale SAP-Concur-Rollouts. Mein Name ist Sabrina Flach. Ich bin Marketing-Specialist bei Projekt 0708 und bin hauptsächlich für unsere Marken sowie HR-IT-Produktvermarktung verantwortlich und sowie für unser Customer Relationship Management. Und an meiner Seite habe ich heute Stefan Keppler und Anton Nowak als Hauptspeaker. An die ich jetzt gleich gerne noch übergeben würde, damit sie sich kurz selber vorstellen kann. Danke, Sabrina. Mein Name ist Stefan Keppler. Ich bin bei Projekt 0708 Consultant und seit 2015 im Unternehmen angefangen, ja, wie fast alle von uns in den HCM- und Premise-Modulen. Habe dann aber relativ zügig in die Cloud-Welt gewechselt zu SAP SuccessFactors, betreue da Recruiting-Projekte und seit ungefähr 2,5 Jahren eben auch SAP Concur-Projekte. Mein Name ist Anton Nowak, ich bin Managing Consultant bei Projekt 0708, bin bei Projekt 0708 seit 2018, knapp 2 Jahren, bin seit 2009 berufstätig, auch dann im SAP-Beratungsumfeld, komme ursprünglich aus SAP On-Premise-Beratung für SAP HCM-Module, SAP Reisemanagement On-Premise. Und bin zurzeit mit Thema SAP Concur beschäftigt, seit circa 5 Jahren und bin in dem Bereich tätig in internationalen Rollouts, Fachkonzeptionen und Prozessoptimierungsprojekten. Sehr gut, danke. Für diejenigen, die uns jetzt als Projekt 0708 noch nicht kennen, noch ganz kurz zusammengefasst. Also wir sind ein innovatives IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen und haben uns eben auf die Beratung, Konzeption sowie als auch auf die Implementierung von SAP Cloud-Lösungen für HR, zum einen eben SAP SuccessFactors, aber auch auf die SAP ERP Human Capital Management Lösung und natürlich, wie wir heute eben, worauf wir uns heute fokussieren werden, auf die SAP Concur-Lösungen spezialisiert. Genau, und zum heutigen Live-Webinar zeigen wir Ihnen immer ein Beispiel unseres Referenzkunden Evonik Industries. Zum einen, was globale SAP Concur Rollout-Projekte für Herausforderungen mit sich bringen und wie eben unsere Projektherangehensweise sowie unsere Implementierungsansätze aussehen. Jetzt möchte ich Sie noch ganz kurz zu den Rahmenbedingungen abholen innerhalb dieses Webinars. Wir haben alle Teilnehmer eben auf stumm geschaltet automatisch, sodass wir hier ein konzentriertes Arbeitsklima geschaffen haben. Es gibt aber für jeden von Ihnen unten rechts finden Sie die Chat-Funktion. Da können Sie uns diese Sprechblase, da können Sie uns jederzeit Ihre Fragen schreiben, die während der Präsentation aufkommen. Und dann würde ich die an die beiden Hauptspeaker am Ende des Webinars konsolidiert stellen. Dann die Teilnehmerliste. Aktuell sehen nur Sie sich als Teilnehmer, eben aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir diese nicht preisgeben. Genau, dann jetzt noch kurz im Ablauf. Also wir werden jetzt circa 45 Minuten Ihnen eben das besagte Webinar präsentieren und dann Ihnen auf Ihre Fragen eingehen, Ihnen einen kleinen Ausblick geben. Und die Präsentation wird jetzt auch aufgezeichnet. Das heißt, auch im Nachgang können Sie diese jederzeit on demand auf unserer Webseite anfordern. Und Sie erhalten natürlich alle im Nachgang dann die Präsentation auch per E-Mail. Genau, dann würde ich jetzt auch direkt an dich übergeben, Stefan, damit du unsere Teilnehmer durch die Agenda führen kannst. Alles klar, danke. Auch ich möchte mich zunächst erstmal bei allen bedanken, die Zeit gefunden haben, bei uns reinzuhören, ob jetzt live oder auch später die Aufzeichnung. Und natürlich möchte ich mich bei unserem Referenzkunden Evonik bedanken, dass sie uns Folien zur Verfügung gestellt haben, weil wir ja immer gern ja, ein konkretes Beispiel präsentieren, als nur Theorie, was wäre wenn, sondern so können wir genau zeigen, es ist so gelaufen in dem Projekt und das und das war gut und das vielleicht nicht so gut. Zunächst möchte ich aber erstmal starten mit einem Überblick über Concur. Vielleicht kennt nicht jeder die Lösung in- und auswendig. Also nochmal kurz zusammengefasst, warum ist Concur unserer Meinung nach die richtige Lösung für so ein internationales Projekt? Dann gehen wir auf unsere eigenen Erfahrungen ein. Wir werden hier hauptsächlich den Use Case mit Evonik darstellen. Dafür ist Anton auch mit dabei, der das Projekt von Anfang bis Ende betreut hat und auch immer noch tätig ist für Evonik. Wir stellen unsere Implementierungsansätze vor. Wie gehen wir denn genau vor für die einzelnen Länder? Da gibt es dann doch ziemlich unterschiedliche Anforderungen und eben auch von uns Ansätze, wie man solche Länder ausrollen kann. Da zeigen wir ein paar Länder, was so typisch ist. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl.
Aber dass Sie sich schon mal darauf einstellen können, was denn so auf Sie zukommt, wenn Sie ausrollen wollen. Dann noch ein paar Worte zu unserem Projekt Vorgehen und der Organisation. Und dann bleibt noch 10 bis 15 Minuten auf jeden Fall Zeit für Ihre Fragen. Sie können aber natürlich auch gerne im Nachgang auf uns zukommen. Ganz am Ende der Präsentation sind dann auch unsere Kontaktdaten. Und wir können gerne einen Termin vereinbaren, in dem wir nochmal im Detail auf irgendwelche Fragen von Ihnen eingehen können. So, was ist SAP Concur oder besser gesagt, was macht Concur aus? Es ist ein End-to-End-Reiseprozess für Geschäftsreisen. Ein Tool, das ursprünglich nur für Belegabrechnung gedient hat, wurde dann immer mehr erweitert um verschiedene Module, um eben eine komplette Geschäftsreise abbilden zu können. Schon allein von der Planung. Sei es jetzt, ob Sie wissen wollen, ob das Budget überhaupt ausreicht, ob eine Genehmigung, ob ein Antrag vorliegen muss, oder die Buchung, alles kann über Concur abgebildet werden. Während der Reise können Sie auch direkt alles per App steuern. Also ich persönlich nutze nur die App, mache dann unterwegs gleich ein Foto, wenn ich aus dem Taxi aussteige, nehme den Beleg, mache ein Foto, habe meine Daten in Concur, nutze die OCR-Erkennung, habe dann auch gleich die richtigen Daten drin. Und falls ich dann den Beleg, den ich wieder irgendwo in der Jackentasche gestopft habe, verliere, ist es nicht so schlimm, weil ich habe zumindest alle Daten da und kann das richtig abrechnen. Dann natürlich, wenn die Reise vorbei ist, muss der Reisende nur noch auf ein Knöpfchen drücken und die Abrechnung quasi an den Genehmiger weiterleiten. Für den Reisenden ist dann alles vorbei, für das Unternehmen in den meisten Fällen natürlich noch nicht, weil es muss ja eine Rückerstattung bzw. eine Auszahlung stattfinden. Da gibt es von Concur verschiedene Möglichkeiten. Sehr weit verbreitet ist, über Kreditoren auszuzahlen, wenn wir die SAP-Schnittstelle nutzen und Sie auch die entsprechenden Module, also FICO von SAP nutzen, ist alles kein Problem, aber auch jegliche andere Abrechnungsmodule kann man mit Concur leicht einbinden. Zusätzlich gibt es noch andere Services, die Concur anbietet für Abrechnungen. Einer davon möchte ich noch gern vorstellen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo es mit Kurzarbeit darum geht, einfach Liquidität zu erzeugen oder liquide zu bleiben als Unternehmen, die Rückerstattung der Vorsteuer, also die man sich international zurückholen kann. Viele Unternehmen machen das noch nicht oder nicht in dem Umfang, wie sie es machen könnten, weil sie entweder zum einen nicht wissen, wie viele Kosten fallen da an, was bringt uns das oder wie können wir das machen. Vielleicht hat man intern nicht das Know-how oder auch nicht die Kapazitäten, sich drum zu kümmern. Und dafür gibt es eben auch Lösungen. In dem Fall ein Drittanbieter-Tool mit Einbinden in Concur und hat dann eigentlich auch nichts damit zu tun. Genau, und um herauszufinden, welche Kosten habe ich denn überhaupt, gibt es ein umfangreiches Tool, Intelligence, das Sie einsetzen können für Reporting und Analysen. Da können Sie dann genau sagen, in welchem Land fallen wie viele Kosten an und lohnt es sich für mich, diese Vorsteuer zurückzuholen, aber auch jegliche andere Kosten, die irgendwo anfallen, können hier dargestellt werden. Das ist ja ein starkes Tool, das auch sehr gut genutzt wird von den Kunden. Weil bisher ist vielen gar nicht klar, was fällt denn so alles an oder sie haben richtig Schwierigkeiten, anständiges Reporting über ihre Ausgaben zu machen. Und klar, da ergeben sich natürlich dann Optimierungen im Idealfall und auch Einsparungsmöglichkeiten. Von daher ist für uns klar, voll integriert, ist mittlerweile Standard in der digitalen Welt, gilt aber in dem Fall nicht nur für SAP, natürlich als SAP-Lösung. Ist es natürlich bestens mit Standardlösungen in die SAP-Welt eingebunden, aber wir können Concur auch mit jeglichen anderen Systemen verknüpfen und eben auch Stammdaten oder Abrechnungen weiterleiten in die entsprechenden Systeme. Das ist alles überhaupt kein Problem. Genau, was zeichnet Concur noch aus? Das ist eben die hohe Flexibilität. Sie sehen hier eine Auswahl der Module. Das sind jetzt nicht alle, die es gibt, auch nicht alle Services vor allem, die Concur anbietet. Aber so die wichtigsten. Wir haben hier mit Travel und auch mit Expense so die beiden meistverkauften oder auch wichtigsten Module eben für die Buchung der Reise und auch die Abrechnung. Und es gibt aber zusätzlich jede Menge andere Services und Module, die Sie je nach Bedarf dazu lizenzieren können oder es aber auch bleiben lassen, wenn Sie es nicht brauchen. Und was macht Concur jetzt
zum richtigen Tool für im internationalen Einsatz. Ich meine, was Sie bisher gesagt haben, gibt es bestimmt viele Anbieter am Markt, die das ja regional vielleicht sogar besser hinbekommen, kann sein. Aber um eben international auszurollen, braucht es eben die Strukturen und die hat Concur. Man sieht es hier, es sind sehr viele Länder angebunden, im Prinzip fast alle, die es so gibt. Der eine oder andere Inselstaat vielleicht noch nicht mit Kunden. Aber so das Wichtigste, ich bin mir sicher, alle ihre Länder, die sie ausrollen wollen, ist Concur schon tätig und hat dementsprechend auch Erfahrungen und auch die Kapazitäten, die sie vielleicht brauchen, auch die Struktur der Server. Nicht zuletzt laufen ja vielleicht sehr viele Abrechnungen über die Systeme. Und da muss natürlich auch gewährleistet werden, dass dass das System auch funktioniert. Vor allem, wenn man mit der App unterwegs ist. Das würde sehr stören, wenn die immer wieder ausfällt. Und bei Concur haben wir da eben durch die gute Aufstellung international auch mit sehr vielen Servern und vor allem auch innerhalb der EU für alle, die den Datenschutz wichtig finden, wie ja, zum Beispiel bei uns auch für den Datenschutz zuständig. Und da kommen immer wieder Fragen, wo sind denn unsere Daten, wie läuft denn das? Also mit Concur sind wir auf jeden Fall 100% DSGVO-konform, da die Daten innerhalb der EU bleiben. Was Sie hier noch sehen, ja, sehr viele Abrechnungen laufen gleichzeitig. Das ist ein Tag in Concur, zugegeben, das ist letztes Jahr. Dieses Jahr sind die Zahlen natürlich bei weitem niedriger, weil nicht mehr so viel gereist wird aktuell. Was sich ein bisschen verschoben hat, sind natürlich die Abrechnungen von Flügen, Taxis, Hotels und so weiter sind weniger. Was jetzt aber mehr geworden ist, was uns aufgefallen ist, Concur wird jetzt sehr viel eingesetzt für die ganzen Rechnungen, die im Homeoffice anfallen können. Also braucht der Mitarbeiter vielleicht eine neue Maus oder eine Tastatur, dann finden wir das ganz oft in Concur wieder. Das wird jetzt einfach als einfache Möglichkeit verwendet, alles abzurechnen, was so anfällt. Genau. Was macht uns jetzt zum richtigen Partner für internationale Rollouts? Wir sind sehr erfahren. Wenn ich sage wir, meine ich eigentlich eher den Herrn Nowak. Der Anton ist einer der, ja, würde man sagen, erfahrensten Concur-Berater im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Sein ganzes Berufs- und Leben und davor auch sein Studium war komplett auf Travel Management ausgerichtet. Also da wird es wenig Fragen geben, die er nicht direkt auf Anhieb aus dem Stegreif beantworten kann. Und er hat auch schon sehr viele Projekte für sehr viele Kunden international gemacht. Und aus seinen Erfahrungen ist eben auch dieser Foliensatz entstanden, also in zahlreichen Projekten eben. Genau, Anton, vielleicht willst du uns jetzt ein bisschen was zu deinem Kunden und zu deinem Projekt Evonik erzählen. Genau, also in den nächsten Slides werden wir uns ein bisschen mehr dann Evonik als Unternehmen anschauen und dann die Rahmenbedingungen oder das Ziel des Projektes. Also wie war dann die Concur-Einführung bei Evonik? Also Evonik, ein sehr bekanntes Unternehmen für alle, ne? Vielleicht auch von Borussia Dortmund-T-Shirts. An sich ist es ein weltführendes Unternehmen in Spezialchemie, mit Headquarters in Essen, was für unser Projekt sehr relevant war. Also die Headquarters sind in Deutschland, die meisten Mitarbeiter sind in Deutschland. Weltweit sind es aber, verfügt dann Evonik über mehr als 32.000 Mitarbeiter. Wir sehen hier in der Mitte auch ein paar Zahlen. In dem nächsten Slide werden wir uns aber jetzt auf den Reiseverhalten konzentrieren. Grundsätzlich so ein Unternehmen hat die Reisekosten pro Jahr sind circa dann in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro. Das ist bei Wunig auch ungefähr der Fall. Was wir aber unten sehen, was auch für unsere Implementierung sehr wichtig war, das ist die Verteilung der Reisekosten oder das Reiseverhalten quasi pro Region. Also wir sehen, dass circa die Hälfte aller Reisekosten steht dann in Europa. Ein Viertel dann in Amerikas, also dann Nord- und Südamerika und circa 20% in Asien. Natürlich war das für uns auch dann, wenn wir dann mit der Implementierung oder mit dem Projekt gestartet haben, auch so ein Schlüsselkriterium, weil natürlich mussten wir dann für diese unterschiedlichen Regionen, weil wir dort ganz viele unterschiedliche Anzahl der Reisen haben, auch unterschiedliche Ansätze wählen. Was
welche Länder haben wir dann bei Ionic implementiert? Wie wir jetzt hier sehen können, zum Beispiel in Europa waren das nur 2 Länder. Wir haben davor gesehen, dass 50% allen Reisekosten entsteht in Europa. Allerdings haben wir dann im Concur nur 2 Länder implementiert. Das heißt Deutschland und Belgien, also vor allem Deutschland mit Headquarters, verursacht den größten Reiseaufkommen bei Ionic. In Amerika haben wir dann 3 Länder implementiert, USA, Brasilien, Kanada, mit klarem Schwerpunkt USA, weil dort Ionic sehr stark vertreten ist. In APAC dagegen haben wir sehr viele Länder implementiert, da entstehen aber nur ca. 20% der Reisekosten. Das heißt, die Länder und auch das Unternehmen dieser Länder ist etwas anders, also vielleicht nicht so präsent wie in Deutschland oder USA. Wie war die Ausgangssituation bei Ionic? Wenn wir jetzt von links nach rechts starten, also die Beschaffung von Reisemitteln war sehr unterschiedlich. Ja? Also Ionic hat in unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Länder die Reisemittel dann auf unterschiedliche Weise beschafft. Also das heißt, zum Beispiel in Deutschland hat man mit einem Reisebüro gearbeitet, in anderen Regionen gab es vielleicht auch solche Reisebuchungstools. An sich hat Ionic dann auch, was wir dann später in den Sollzustand sehen werden, auch für so einen heterogenen Einsatz entschieden. Da werde ich auch später dazu kommen. In Bezug auf die Reisekosten, der Reisende hat das dann selbstständig erfasst. Er hat die Papierbelege dann mit der Reisekostenabrechnung eingereicht. Das Ganze wurde teilweise dann manuell genehmigt durch den Vorgesetzten. Das heißt, auch die Reiserichtlinienverstöße, die wurden ausschließlich manuell geprüft und kontrolliert. Für die Reiseabrechnung haben dann die Mitarbeiter von Ionic in unterschiedlichen Ländern sehr heterogene Lösungen genutzt. Also es waren dann Eigenentwicklungen an Basis von Lotus Notes. Man hat auch SAP Reisekosten on-premise genutzt. Teilweise hat man auch die Excel-Formulare oder irgendwie eigengebaute Tools im Excel dafür genutzt. Das Ganze wurde dann durch Expense Department oder Reiseabrechnungsstelle geprüft und dann entsprechend dann ins FI-System, SAP ERP-Systeme gebucht und dann ausbezahlt. Allerdings, wenn wir uns auch auf der rechten Seite so ein bisschen, das möchte ich hervorheben, die Integration bei Ionic zu SAP-Landschaft, die waren in Ländern sehr unterschiedlich. Also das heißt, zum Beispiel in Deutschland wurde als Quelle für HR-Stammdaten das SAP HCM-System genutzt, in anderen Ländern nicht. In Deutschland wurde beispielsweise die Reisekostenabrechnung auch über HCM-System, über die Gehaltsabrechnung ausbezahlt. In anderen Ländern wurden dafür die kreditorische Zahlläufe genutzt. Also auch an der Stelle waren dann die Prozesse in Ländern unterschiedlich. Wo wollte dann Ionic hin? Wie sollte dann der Sollzustand aussehen? Nochmal zur Beschaffung der Reisemittel. Hier wollte Ionic genauso heterogen dann verfahren, weil wie Sie gerade gesehen haben, ist Ionic in unterschiedlichen Regionen vertreten. Und diese unterschiedliche Region ist auch die Beschaffung von Reisemitteln abweichend. Also wir können jetzt nicht die gleichen Tools nutzen und vielleicht die gleichen Reisebüros in China und in Deutschland und in der USA. Das heißt, Ionic wollte, dass das Land selber entscheidet, welches Tool für Reisebeschaffung und welches Reisebüropartner genutzt wird. In Bezug auf die Reisekostenabwicklung, also alles, was nach der Reise passiert oder während der Reise, wollte Ionic dann auf Concur gehen und Concur quasi als so eine einheitliche Plattform weltweit etablieren. Das bedeutet, der Reisende sollte dann möglichst mobil die Reisekosten erfassen, solche Lösungen von Concur nutzen wie Expensit mit Optical Character Recognition, wo dann die Belege erkannt werden. Und das Ganze sollte auch über Concur genehmigt werden. Das bedeutet, so ein elektronisches Workflow, wo der Reisende dann seine Abrechnung einreicht und der Genehmiger kann den Reiserichtlinienverstoß dann prüfen und automatisch genehmigen. Man wollte auch die ganzen Reisebüropartners, die in unterschiedlichen Ländern existieren, im Konto integrieren. Auch die Kreditkartenanbieter, das war auch ein sehr großes Thema bei Ionic. Man wollte genauso heterogen verfahren, weil in unterschiedlichen Regionen sind
sind unterschiedliche Kreditkartenanbieter vertreten und somit wollte man diese Kreditkartenanbieter aber einheitlich in Konko integrieren und Konko ist dafür genau diese perfekte Plattform. Die eingereichten und genehmigten Reisekosten, das Ziel war, dass das Ganze wird dann genauso wie vorher durch regionale Expense Departments oder Reiseabrechnungsstellen geprüft und dann ins ERP-Systeme übergeleitet oder in SAP-Systeme übergeleitet. In Bezug auf der Schnittstellen, was wir dann auf der rechten Seite sehen, das Ziel des Projektes war, die Schnittstellen zu vereinheitlichen. Das bedeutet, die Voraussetzung zum Beispiel für SAP-Konko-Nutzung war, dass die Quelle der Stammdaten sollte auch SAP HCM-System sein und die Auszahlung sollte ausschließlich über SAP ERP, SAP ICO-System erfolgen. Das Ganze dann wurde insgesamt quasi das Motto von dem Ganzen war One Trip, One Tool, One Target und es war quasi so eine Initiative dann aufgesetzt, dann Evonik Travel Strategy 4.0 und es wurden dann wirklich zwei Hauptziele identifiziert. Einmal die Abschaffung aller länderspezifischen Lösungen und die Etablierung von SAP Konko als eine einheitliche Lösung, einheitliche Plattform weltweit. Gut, das klingt, als hättet ihr euch im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Wenn jetzt so ein großes Unternehmen, ich glaube, mittlerweile habt ihr an die 14 Länder schon ausgerollt. Was für Module braucht man denn da? Also wir haben hier nochmal eine Übersicht der Module und Services, die es von Konko gibt. Kauft man dann einfach alles oder wie macht man das? Evonik hat sich nicht für alle Module von Konko entschieden. Also man hat dann sich für Expense als ein zentrales Modul entschieden, der weltweit eingesetzt werden muss. Travel, wie vorher erwähnt, da war die Entscheidung wirklich, dass das jeweilige Land soll entscheiden, ob Travel verwendet werden soll oder vielleicht wie China, das haben wir dann auf die Integration mit C-Trip, mit so einem regionalen Anbieter für die Reisebuchung dann, diese Integration wurde implementiert. Es gab auch dann für Expense, also für die Reisekostenabrechnung, es wurden auch zusätzliche Module, die dann regional wichtig sind, eingekauft, wie zum Beispiel für Japan, diese Public Transportation. Also das bedeutet, das ist quasi so eine erleichterte Abwicklung, Abrechnung der Zugfahrten in Japan. Natürlich wurde das Ganze durch Intelligence abgerundet, aber es gab auch Themen, die vielleicht für Evonik nicht relevant waren, wie zum Beispiel Request, also die Reisebeantragung. War nie so gemäß der Reiserichtlinien ein Thema bei Evonik, deswegen hat man sich gegen diese Module entschieden oder auch Audit, da hat sich Evonik entschieden, das Ganze trotzdem dann durch intern zu prüfen, also es gibt dann in jeweiligen Regionen solche Reiseabrechnungsstellen, die dann die Reisen oder die Abrechnung prüfen und man hat zum Beispiel kein Audit implementiert, auch die Expense Pay oder die Auszahlung der Reisekosten über Konko. Da hat sich Evonik entschieden für die interne Abwicklung und dafür wurde dann die SAP ERP ICO-System verwendet. Danke soweit zu deinen Anführungen, was man bei Evonik gemacht hat. Kommen wir jetzt zu unseren Implementierungsansätzen. Also wie gehen wir vor, wenn wir solche Projekte aufsetzen, mit was starten wir? Anfangen tun wir immer, wenn es um internationale Projekte geht, immer mit einem Design-Document. Das heißt, also viele, die in On-Premise-Projekten unterwegs waren, kennen das schon. Da heißt es dann Business Blueprint. Es wird im Detail genau definiert, was muss gemacht werden, wann und von wem. Was Ähnliches gibt es schon als Vorlage von Concur, ein Design-Document, in dem finden sich kundenspezifischen Konfigurationen kann man da im Prinzip auflisten und reinschreiben, was man denn so macht und dient dann am Ende als Dokumentation auch. Wenn wir jetzt nur ein Land, von mir aus nur Deutschland ausrollen, dann reicht uns das auch. Dann machen wir zusätzlich vielleicht noch ein Design-Workbook, in dem vielleicht noch ein paar mehr Daten mit drin sind. Aber dann reicht das. Wenn wir aber international vorgehen, sollte man sich im Vorfeld schon ein paar mehr Gedanken machen.
Was wir immer ganz gern machen, ist ein globales Template erstellen. Also vielleicht weiß es der eine oder andere schon, Concur bietet für sehr viele Länder länderspezifische Templates, in denen schon viele ja, gesetzliche Anforderungen abgedeckt sind. Das kann man ja einspielen, das funktioniert auch ganz gut, aber deswegen hat man noch keinen einheitlichen globalen Prozess. Und deshalb machen wir das ganz gern, dass wir vorher sagen, okay, was ist denn so die Basis, was soll denn überall einheitlich sein? Sei es jetzt, um später das Reporting einheitlich zu haben, dass die Expense Types in den Ländern, also die Ausgabearten gleich heißen. Ganz wichtig, weil sonst kann man vielleicht nachher gar nicht rauslesen, wie viele Kosten sind jetzt dort entstanden, weil das alles ein bisschen anders heißt. Deswegen machen wir ganz gern so ein globales Template. Da ist nicht alles mit drin, was man so machen kann, aber so eine Basis, um eben schnell auch was implementieren zu können und den Ländern dann beim Rollout zeigen zu können. Soweit sind wir schon, jetzt kommen wir zu euren Anforderungen. Was auch immer in dieses Dokument mit reingehört, wo kommen denn unsere Daten her? Also die Stammdatenversorgung bzw. die Architektur, die System, eine Systemabbildung, ganz wichtig. Am einfachsten ist natürlich, man hat ein globales SAP-System. Wir benutzen die Standardschnittstelle und versorgen alle Länder damit. Schnell implementiert, alles im Standard enthalten. Nur passt es ja oft nicht für alle Länder, vielleicht für viele, aber vielleicht haben wir dann noch das eine oder andere Land, wo noch eine zusätzliche Schnittstelle gebaut werden muss. Oder die Daten, die wir brauchen, die Stammdaten oder später dann auch die Reports, die wir exportieren müssen für die Auszahlung, die dann doch wieder über SAP laufen soll, zum Beispiel, oder über ein anderes Modul. Um das bauen zu können, sich vorher Gedanken zu machen und vielleicht auch das als Kriterium heranziehen, welche Länder rollen wir wie aus? Wie passen sie denn zusammen? Genau, Integration der Kreditkarten haben wir noch mit drauf. Im Evonik Case, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es erwähnt hast, Anton, habt ihr 5 verschiedene Kreditkarten mit eingeplant. Oftmals ist Kreditkarten so ein Flaschenhals. Also das heißt, das verzögert das Projekt ein bisschen, weil wir da eben mit externen zusammenarbeiten müssen. Beziehungsweise zwischen Concur und den Banken dann auch Kommunikation stattfindet. Und da erleben wir öfter mal, dass sich das dann verzögert. Ja, steckt man nicht drin. Deshalb von Anfang an mit einplanen, dann bekommt man da am wenigsten Probleme. Genau, Reminders und Notification und globaler Workflow sind auch noch Themen, die wir gerne mit reinnehmen. Workflow ist klar, also wir sind in Concur so flexibel, dass wir pro Land einen anderen Workflow anbieten können. Wir müssen da jetzt keinen globalen vorgeben, zum Beispiel einen Genehmigungsworkflow, dass der überall gleich aussieht. Das muss nicht sein. Aber es bietet sich natürlich an, wenn man sagt, wir haben einen Workflow uns überlegt und der soll so unternehmensweit stattfinden und vielleicht in Ausnahmefällen, wenn es unbedingt sein muss, verändern wir die Workflows ein bisschen. Macht natürlich das ganze System leichter wartbar und später auch, wenn Neuerungen kommen, alles ein bisschen einfacher, wie wenn jetzt jedes Land sich seinen eigenen Workflow überlegt. Vielleicht ist es auch die Chance, in dem Land die Prozesse ein bisschen zu vereinfachen. Vielleicht dauert alles gerade sehr lang, weil 4, 5 Leute genehmigen müssen, bevor jemand auf die Reise geht oder seine Abrechnung dann auch ausgezahlt bekommt. Was für uns ein ganz wichtiger Punkt noch ist, ist das Wartungs- und Support-Konzept. Das gehört unserer Meinung nach gleich am Anfang mit rein in so ein Dokument, auch um den Kunden bzw. den Ländern, die sie ausrollen wollen, im Kickoff oder in den Workshops zu zeigen, hey, wir denken auch an euch, wie soll das denn laufen später? Wer kümmert sich um irgendwelche Fehlermeldungen? Was passiert, wenn irgendwelche Neuerungen von Concur erscheinen, die natürlich regelmäßig kommen? Wir sind in der Cloud-Welt, also kommen ständig Neuerungen und Verbesserungen. Wer testet das? Wer kümmert sich darum? Wer spielt das ein? Und so einen Prozess vorher zu definieren, ist schon mal sehr gut, um eben auch die Leute abzuholen, die dann im Projekt mitarbeiten sollen, dass die wissen, okay, vielleicht sind wir jetzt in dem Ticketsystem, das bei Ihnen im Unternehmen vorherrscht, aber noch nicht in allen Ländern dabei ist. Nicht, dass sich ein Land irgendwie abgehängt fühlt. Da muss man eben andere Lösungen dafür finden oder bindet vielleicht das Land dann auch gleich in dem Zuge mit ein in das Ticketsystem. Genau, so schaut das in etwa aus. Man kennt das, also das sind so die üblichen Sachen drin, die man aus den Blueprints kennt. Eine Architektur, wie die Systeme ausschauen, aber auch die Prozesse werden dort eben definiert. Und man kann eben auch direkt sagen, so und so ist unser Plan. Macht vielleicht einen besseren Eindruck, eben auch um die Leute vor Ort dann abzuholen.
kommen wir aber direkt zu unseren Ansätzen. Wir haben drei verschiedene Ansätze für uns identifiziert. Angefangen mit dem klassischen nutzen wir für im Prinzip alle Projekte. Vor allem, wenn wir in Deutschland implementieren, müssen wir quasi den machen. Also wir haben Workshops, wir schauen uns alle Anforderungen an, konfigurieren einen Pilot, so nennen wir das, zeigen den dann und in mehreren Iterationen wird dann einfach das System abgerundet und getestet und bis alles passt, eben ja, vorangetrieben. In der Go-Live-Vorbereitung werden dann eben die Stammdaten eingespielt, die wir brauchen. Auch das Training natürlich darf man nicht vernachlässigen für die Mitarbeiter. Und ja, beim Go-Live logisch. Und danach findet eigentlich immer noch eine Hypercare-Phase statt. Je nachdem, ob weitere Rollouts folgen oder wie die aktuelle Situation ist. Momentan während Corona haben wir die ein bisschen verlängert, diese Phase, um ein paar Wochen, vielleicht auch bis zu Monate, weil eben aktuell nicht so viele Daten reinkommen über die Systeme, nicht so viel gereist wird und dementsprechend natürlich auch wenig Fehlermeldungen kommen. Oder wir haben einfach keine Fehler gemacht, man weiß es nicht. Genau, dann als zweiten Ansatz, wir haben ihn mal Hands-on getauft und dafür ist eben dieses globale Template als erstes mal wird eingespielt, also unsere Basiskonfiguration bauen wir ein. Die beruht immer auf den Best Practices, auf unseren, auf denen von Concur, aber auch eben auf Kundenerfahrungen. Weil es kann ja sein, dass aufkommt, dass Sie als im Headquarter wissen, ja, wir haben da ein Land, die sind noch nicht so lange bei uns dabei, wir wollen die aber auch jetzt nicht ignorieren, die sollen auch Concur bekommen, aber wir wissen, die FI-Abteilung ist chronisch unterbesetzt. Wie können wir denn da vorgehen? Die können jetzt nicht wirklich viel mitarbeiten im Projekt. Auch sowas sollte man sich vorher überlegen. Es läuft nicht immer gleich ab in jedem Land und in dem haben wir eben dann den Fall, dass wir dieses globale Template einspielen, dann mit dem Team vor Ort eben so eine Fit-Gap-Analyse machen, vielleicht auch die gesetzlichen Anforderungen einspielen, was es dann eben braucht. Ein relativ schnelles Vorgehen und auch, ich würde sagen, das setzen wir in den meisten Fällen ein. Das hat sich eigentlich bewährt, dass man so vorgeht für Rollouts und nicht jedes Mal diesen klassischen Ansatz, um von Null anzufangen. Das dauert einfach immer viel länger, auch mit den Abstimmungen international. Genau, als dritten Ansatz, One Fits All. Das heißt, im Prinzip ist es der gleiche Ansatz, nur mit dem großen Unterschied, dass hier keine Fit-Gap-Analyse stattfindet und man eventuell keine 100% Lösung dann für das Land bekommt. Also vor allem macht man das, wenn wir kleinere Länder haben, die mitgenommen werden sollen, die vielleicht auch vorher einen Papierprozess hatten und über jede Lösung zufrieden sind, aber vielleicht sind auch die gesetzlichen Anforderungen in dem Land so schwierig oder einfach nicht umsetzbar in Concur. Was nicht heißen soll, dass in Concur nicht alles irgendwie umsetzen kann. Manchmal erfordert es aber Zusatzimplementierungen. Meinetwegen muss ein Body ausprogrammiert werden in SAP oder solche Geschichten. Um wirklich alles darstellen zu können. Und wenn man aber sagt, nee, das ist ein kleines Land, das Reiseaufkommen ist nicht besonders hoch, wir wollen die aber mitnehmen und für die paar Leute, die da reisen, können wir auch manuell Nacharbeiten machen oder das ist das einzige Land, das jetzt von mir aus einen Reiseantrag braucht, der wird außerhalb vom System, wie wir ihn bisher hatten, per Zuruf oder per Mail gemacht, dann muss man das nicht unbedingt mitnehmen und dann passt natürlich sowas, um auch schnell viele Länder ausrollen zu können. Welche Kriterien setzen wir jetzt an für die einzelnen Ansätze? Klar, der Status quo, also wo kommen sie her? Ich habe es gerade schon erwähnt, wenn jetzt da ein Papierprozess ist, ist man vielleicht froh, man kann auf einmal das mit einer App steuern und bekommt es sehr einfach und sehr schnell in ein System. Macht es natürlich für den Mitarbeiter schon angenehmer. Hat man jetzt aber schon ein System schon länger am Laufen, das auch sehr gut funktioniert, irgendein regionaler Anbieter oder auch Concur in einer anderen Instanz? Kommt auch vor, dass man zum Beispiel eine US-Instanz bereits hat und die schon seit Jahren Concur nutzen, aber jetzt alles zu einer europäischen Instanz umgezogen werden muss. Ja, das macht halt einen Riesenunterschied, welchen Ansatz man dann fährt, weil bei dem einen kennen sie das System vielleicht schon, die anderen sind froh um alles, was sie denn bekommen. Klar, die Unternehmensgröße spielt immer eine Rolle. Gesetzliche Anforderungen, klar, in jedem Land müssen wir die Anforderungen irgendwo einhalten. Ob jetzt direkt im Concur über unsere Prozesse oder über andere Regelungen, die neben dem System dann stattfinden. Ganz wichtig ist natürlich das Reiseaufkommen. Ein Land, in dem viel gereist wird,
Ja, dann muss man natürlich schauen, dass so viel wie möglich automatisch passiert. Haben wir jetzt einen Produktionsstandort irgendwo in Osteuropa, in dem vielleicht 5000 Leute arbeiten, aber kaum jemand reist, ist es vielleicht nicht so wichtig, das kleinste Detail von irgendwelchen Tagespauschalen abzubilden, sondern dann kann man vielleicht auch so eine Lösung finden, hey, wenn die ab und zu mal reisen und wir dann noch was nacharbeiten müssen, dann ist es ja auch okay. Aber ein wichtiger Vertriebsstandort, sage ich jetzt mal, in den USA mit 60 Mitarbeitern, aber alle reisen ständig, machen nichts anderes und ist vielleicht auch dementsprechend ein wichtiges Land für das Unternehmen mit sehr viel Umsatz, dann muss man natürlich auch schauen, dass man dem Land entgegenkommt und das alles so gut, so einfach wie möglich für die Mitarbeiter gestaltet. Unternehmensanforderungen, damit sind eigentlich eher die Reiserichtlinien gemeint. Haben wir selten Probleme, irgendwas umzusetzen. Ich würde eigentlich sagen, das ging alles irgendwie unter. Gewünschter Zielzustand, ich habe schon erwähnt gehabt, wenn wir vielleicht nicht 100% der Anforderungen abdecken, sondern nur 80% und ein bisschen was passiert außerhalb vom System, wie jetzt zum Beispiel so ein Antrag. So, wann wählen wir jetzt welchen Ansatz? Ich würde jetzt gerne eine Liste präsentieren und zeigen, okay, USA so, Österreich so, Schweiz so, Portugal so. Geht leider nicht. Also es hängt natürlich immer extrem davon ab, wie ist Ihr Unternehmen in den einzelnen Ländern vertreten. Und hier mal kurz in wenigen Worten, wie wir das so handhaben. Also klar, wenn hohes Reiseaufkommen mit komplexen Reiserichtlinien, dann müssen wir meistens den klassischen Ansatz fahren, um die Mitarbeiter zufrieden zu bekommen. Ein Hands-on-Ansatz geht auch mit hohem Reiseaufkommen. Allerdings dürfen da die Reiserichtlinien nicht besonders komplex sein. Das heißt, Tagespauschalen oder Verpflegungspauschalen und steuerliche Geschichten, sage ich mal, dürfen sich nicht zu komplex darstellen. Sonst bekommen wir auch mit dem Ansatz Schwierigkeiten. Und vielleicht ist es dann besser zu sagen, nee, wir machen das Land dann doch mit dem klassischen Ansatz. Und One Fits All, ja, dafür können wir eben viele Länder gleichzeitig ausrollen, aber das muss halt dann relativ einfach gehalten sein in dem Land. Genau, so viel zu unseren Ansätzen. Anton, was habt ihr denn jetzt bei Evonik gewählt von den verschiedenen Ansätzen, die wir so haben? Ja, wir haben uns für alle drei entschieden, also beispielsweise für im asiatischen Zeitraum, im asiatischen Raum, da haben wir One Fits All für 7 Länder angewendet. Also wir haben gleichzeitig 7 Länder implementiert. Da wir dort natürlich die Unternehmensgröße, das Unternehmen nicht so stark vertreten ist, die gesetzlichen Anforderungen sind nicht so ausgeprägt und Reiseaufkommen relativ gering ist. Ja. Deswegen haben wir uns für One Fits All entschieden. Den klassischen Einsatz, klar, haben wir das zum Beispiel in dem Land Deutschland gewählt, wo ein großes Reiseaufkommen steht, wie wir vorher gesehen haben. Da haben wir auch mehrere Wellen von Produktivsetzungen durchgeführt. Also das war natürlich von der Größe ein ganz anderes Projekt oder eine ganz andere Implementierung. Hands-on-Einsatz, das war jetzt mehr für Länder, die vielleicht trotzdem gesetzliche Anforderungen haben, aber nicht so einen großen Reiseaufkommen, aber doch dann eher etwas größere Länder. Also ich würde sagen, Hands-on-Einsatz haben wir für die Länder ausgewählt, warum die etwas größer sind bei Wunic, aber nicht so groß sind wie vielleicht USA oder Deutschland. Das haben wir beispielsweise in Singapur oder Japan verwendet, weil da doch auch so eine regionale Spezifika existiert. Dafür war Hands-on-Einsatz deutlich besser. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, was euer Projekt angeht, was war denn jetzt besonders wichtig oder was hat euch viel gebracht? Oder was waren die Erfolgskriterien? Ja, sagen wir es so, gehen wir auf die nächste Folie. Ja. Was war wichtig? Ja. Also im Nachhinein betrachtet natürlich das eine der wichtigsten Themen war das globale Design, diese globale Design-Dokumentation, die wir erstellt haben. Das Wichtigste war nicht nur die zu erstellen, wichtig war auch, dass das Ganze abgenommen war und die Stakeholders sowohl global als auch dann in jeweiligen Regionen quasi ein Commitment und eine Freigabe dazu erteilt haben. Das globale Template, was dann in diesem Design enthalten war, einer der Schlüsselkriterien vielleicht an der Stelle ist, was machen wir und was machen wir nicht. Also diese In-Scope- und Out-of-Scope-Prozesse, die wir dann implementieren. Welche Schnittstellen werden wir betreuen? Wie machen wir diese Lösung am Ende wartbar? Und das wirklich
Diese Wartbarkeit der Lösung, das sind die In-Scope- und Out-of-Scope-Prozesse oder Punkte. Internes Change Management hat auch eine sehr große Rolle an der Stelle gespielt. Also du sprichst es an, das Change Management. Gute Überleitung zu meiner nächsten Folie. Ich habe die meinen Kollegen geklaut, die sich mit dem Thema Change Management sehr gut auskennen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen ein Buzzword die letzten Monate und Jahre geworden, aber das zeigt eigentlich auch, wie wichtig das Thema ist. Sie müssen schauen, dass Sie Ihre Angestellten, also Ihre Mitarbeiter, entweder vor Ort in dem Team oder auch die Mitarbeiter, die es später nutzen sollen, rechtzeitig abholen. Und idealerweise identifizieren Sie sich oder freuen sich sogar auf die Lösung. Und wie man sowas hinbekommen kann, da können Sie gerne auf uns zukommen. Wir haben da Spezialisten, die ja auch Pakete dafür schon entwickelt haben, wie man sowas am besten macht. Ich muss zugeben, ich bin jetzt auch kein Spezialist in dem Thema. Ich weiß bloß, dass es wichtig ist, wenn man das nicht macht, fällt es uns immer wieder auf die Füße, dass die Leute dann einfach nicht richtig mitarbeiten im Projekt und auch später dann einfach nur mürrisch sind und keinen Bock drauf haben, auch wenn es eine richtig gute Lösung ist. Aber zurück zu dem Evonik Case. Wie habt ihr das gemacht? Also was habt ihr denn für einen Endersatz jetzt? Wir können dich leider gerade nicht hören. Ist noch stumm? Das Ganze ist, Entschuldigung, wir sind mit der Implementierung soweit fertig und wir haben das Ganze in der Wartung und Support dann überführt. Also das heißt, wir haben jetzt eine Lösung, die dann zentral gewartet wird, also über einen ganzheitliches Wartung und Support-Prozess dann verfügt. Wie sieht diese Support-Struktur aus? Wir haben den First-Level-Support, der dann vor Ort durchgeführt wird von Key-Usern. Wir haben den Second-Level-Support, der dann im Headquarter stattfindet. Und der Third-Level-Support wird dann vertraglich durch Projekt 0708 übernommen. Das heißt, wir bieten auch die Supportleistung an der Stelle. Conco ist auch weltweit bei Evonik ins HCM und SAP ICO-System integriert. Wir konnten alle regionale Kreditkartenanbieter ins Conco integrieren, und zwar reiserichtlinienkonform. Das bedeutet, wenn jetzt bei Evonik gab es bestimmte Teile der Reiserichtlinien, die dazu geführt haben, dass die Kreditkartenanbieter uns gewisse zusätzliche Informationen im Konto geliefert haben. Diese Informationen werden auch geliefert von unterschiedlichen Kreditkartenanbietern in einer einheitlichen Form. Ganz wichtig an der Stelle ist, dass wir auch über einen zentralen Reporting bei Evonik verfügen. Das heißt, das gesamte Reiseverhalten kann weltweit über Konto und über Konto Intelligence analysiert und reportet werden. Und was habt ihr jetzt gelernt aus dem ganzen Projekt? Das läuft ja jetzt auch schon über 3, 4 Jahre, also eine ganze Weile. Was sind so die Lessons learned, würdest du sagen? Ja, also wir haben mehreres gelernt. Wir haben hier vielleicht so einen Auszug gemacht, was für uns die wichtigsten Kriterien waren oder was würden wir auch bei solchen Implementierungen empfehlen. Das Wichtigste ist wirklich das A und O einer Implementierung, ist ein globales Design-Dokument, was auch dann von unseren dann Stakeholders abgenommen wird. Wir brauchen ein solides Basis für diese Implementierung. Auch ein wichtiges Kriterium, das ist das Projektteam vor Ort. Also wir haben frühzeitig die Projektteams vor Ort identifiziert und wir haben sogar die Projektleitung dann, also Teilprojektleitung für die jeweilige Implementierung vor Ort dann die Verantwortung vor Ort abgegeben. Das bedeutet, wir haben bereits während der Implementierung quasi so ein Key-User-Team mit der Projektleitung gebildet, die dann weiterhin die Lösung vielleicht in diesem ersten Support-Level betreut. Wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, das hatten wir beispielsweise am Anfang nicht. Wir haben gesehen, dass teilweise die Testphase sich so ein bisschen die Länge zieht und eine Festlegung von zeitlichen, inhaltlichen Rahmenbedingungen für die Testphase ganz wichtig ist. Das hat wirklich dazu geführt, dass die Testphase war sehr stark dann limitiert und wir hatten auch gewisse Zeiträume, wo dann das Projektteam vor Ort getestet hat und wo wir dann die Änderungen dann implementiert und dann durchgeführt haben. Am Anfang haben wir unterschiedliche Testen, Trainingskonzepte oder Unterlagen für Implementierung aufgesetzt. Am Ende haben wir gesehen, dass das doch sich standardisieren lässt. Also das bedeutet, die Länder haben unterschiedliche Module eingesetzt, die haben unterschiedliche Prozesse, vielleicht unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen an sich, aber trotzdem können wir die Testunterlagen und Trainingsunterlagen sehr stark standardisieren und dann an die Länder anbieten. Und so können wir
viel besser dann die Implementierung. Wir können das quasi dadurch zeitlich sehr gut beschleunigen. Wir haben auch während der Implementierung gesehen, und was wir auch für Ihre Implementierung stark empfehlen würden, das ist die frühzeitige Definition von dem globalen Support. Also es bedeutet, sogar in der Hypercare-Phase sollte man die Übergabe schon so machen, wie das weiterhin dann durchgeführt wird an diese globale Supportstruktur, die von Anfang an definiert wurde. Danke. Wir haben noch gesagt, dass wir noch ein paar Länder zeigen, was denn so typisch ist aus den Ländern. Ich fange direkt mal an, bevor ich dann an Anton übergebe, mit meinem Lieblingsbeispiel Deutschland, Österreich. Deutschland allen bekannt, wir haben gesetzlich hohe Anforderungen, alles ist bei uns schön geregelt. Auch die Reisekosten, die Abrechnung, beziehungsweise die Abrechnung ist immer lohnsteuerrelevant, und von daher muss man das auch im Projekt berücksichtigen. Ist kein Problem, wir kennen uns natürlich da aus in dem Markt, schließlich sind wir hier zu Hause. Unter Compliance verstehen wir eigentlich, oder Compliance ist vermutlich für jedes Land wichtig, was aber in Deutschland immer hinzukommt, der Betriebsrat. Binden Sie Ihren Betriebsrat frühzeitig ein. Wir haben es schon so oft erlebt, dass sich die Projekte hinauszögern. Das gilt jetzt nicht nur für Concur, sondern auch für alle anderen Projekte. Man kann es nur immer wieder sagen, binden Sie den Betriebsrat frühzeitig ein, dann läuft das auch besser durch. Warum jetzt Deutschland, Österreich? Man sagt oft, ja gut, deutschsprachig, kleines Nachbarland. Ja, das wird schon nicht so kompliziert sein. Ja, da täuscht man sich leider. Österreich ist eines der schwierigeren Länder, und je nachdem, wie Ihre Niederlassungen dort aussehen, vielleicht haben Sie auch in mehreren Bundesländern Niederlassungen, haben Sie ganz unterschiedliche Kollektivverträge, wie es dort heißt. Und dadurch kann Österreich ein echt komplexes Land werden, das auch nicht mal einfach so nebenbei mitgemacht werden kann, sondern da fahren wir in fast allen Fällen diesen klassischen Ansatz und nehmen erstmal die Anforderungen auf. Das dauert dann immer relativ lang. Nur so viel dazu. Und im Gegensatz zu Österreich ist USA ein großes Land, aber relativ einfach zu machen. Was Sie da ganz gern haben, sind irgendwelche zusätzlichen Tools. Der Amerikaner an sich ist sehr technikaffin und nutzt halt für alles Mögliche. Bindet noch Uber mit ein oder alle seine Kreditkarten, die er persönlich irgendwie hat, dass er noch irgendwelche Bonuspunkte sammeln kann. Kann man in Concur auch relativ viel mit einbinden und dann alles per App steuern. Ist eigentlich sehr, sehr angenehm, und gerade die Amerikaner machen das gern. Aber Anton, was hast du noch für Erfahrungen aus den Ländern? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, nur ganz kurz. Also wir nehmen jetzt einfach mal zwei Ecken von Europa, also Spanien, Rumänien zum Beispiel. In Rumänien ist eine Reisebeantragung eine gesetzliche Vorgabe, also das sollte man auch beachten. Eine Abbildung der Verpflegungspauschalen kann durchaus gemäß der ausliegenden Gesetzgebung etwas herausfordernd sein. In Spanien, beispielsweise die Gesetzgebung für die elektronische Archivierung der Belege, was Concur dann im Standard mittlerweile abbildet, ist auch dann für, sagen wir so, für Projektteam vor Ort oder für Kunden vor Ort sehr wichtig. Auch die Anforderungen für die Vorsteuervoranmeldung, also wie soll so ein Buchungsbeleg im SAP-ERP-System aussehen, auch ein ganz großes Thema ist. Wir sehen da schon gewisse oder ganz große Unterschiede. Wir können auch Kanada nehmen mit einer Vorsteuer, mit dieser Vorsteuerregularien, die doch in Bezug auf die SAP-ICO-Integration eine Herausforderung sind. Brasilien mit unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben, mit Vorschussauszahlungen. Also es sind wirklich ganz, ganz viele Themen. Also die sind auch nicht nur, die Themen sind nicht nur gesetzlich, also teilweise sind das auch kulturelle Themen, wie zum Beispiel in China. In China gibt es jetzt nicht so viele gesetzliche Anforderungen, was Reisemanagement oder Reisekostenabrechnung betrifft. Allerdings die internen Prozesse sind bei Kunden so, dass das Ganze zu einem sehr aufwendigen Genehmigungsworkflow führt. Es gibt natürlich noch sehr viel, ja, mehr Länder mit speziellen Anforderungen. Wenn Sie da auch direkt Fragen zu irgendeinem Land haben, Sie können uns auch gerne kontaktieren im Nachgang oder eben hier in die Fragenbox reinschreiben. Die nächsten Folien möchte ich relativ schnell drüber gehen, weil typisch Berater haben wir uns ein bisschen verplaudert und in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit noch relativ schnell. Es kommt immer wieder die Frage auf, wie lange dauert denn jetzt so ein Projekt? Wie lange dauert, welchen Ansatz, den wir wählen? Wie viele Monate muss ich da rechnen? Es kommt immer drauf an. Also klar, schöne Antwort. Wenn man so ein umfangreiches Projekt hat, so einen klassischen Ansatz mit SAP-Integration, vielleicht macht man noch ein globales Template, dann 6 Monate muss man schon damit rechnen.
bevor man live gehen kann. Für ein kleineres Land, wo man jetzt einfach nur kurz ausrollt und es ist nichts besonders Neues dabei, es müssen keine zusätzlichen Schnittstellen erstellt werden. Da kann man auch mal in 6 Wochen, das haben wir jetzt aktuell, da haben wir pro Land 6 bis 8 Wochen für ein kleineres Land im Rollout. Hier mal noch ein Beispiel, wie es bei Evonik gelaufen ist in Japan. Vielleicht Anton will so ganz kurz noch was sagen. Ja, man sieht, dass wir hier zum Beispiel auch den Einsatz hatten. Wir haben quasi wir haben eine Umgebung konfiguriert für Japan und dann wurde das für die ersten Tests freigegeben. Also und erst danach haben wir dann in Tests die zusätzliche Anforderungen abgebildet. Aber an sich ist das so ein Exemplar, so ein Beispiel, wie man dann hier vorgehen kann, wie so ein Projekt dann aussieht aus der Praxis. Sie bekommen ja auch die Folien im Nachgang noch zugeschickt, dann können Sie das auch, wenn Sie es interessiert, genauer anschauen. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass bei der Projektorganisation das Vorgehen bei Concur-Projekten laufen ein bisschen anders ab. Also klar, Kunde ist logisch auch Implementierungspartner. Das Konzept kennt man von SAP jetzt aus vielen anderen Projekten. Auch Concur, die jetzt mit dabei sind, ist klar, nur läuft es hier ein bisschen anders ab. Also wir haben in jedem Projekt auch Mitarbeiter von Concur mit dabei, die gewisse Sachen freischalten müssen, weil der Implementierungspartner auch nicht die alle Rechte hat. Wie es jetzt zum Beispiel in SuccessFactors, da bekommt man die Instanz gestellt und kann im Prinzip mit dem Implementierungspartner alles machen bis zum Go Live. Bei Concur funktioniert das leider technisch noch nicht. Also da haben wir immer auch ein paar Experten noch mit im Boot, was natürlich auch Vorteile hat. Klar, so hat man den Hersteller direkt mit im Boot, kann auch Sachen fragen, die vielleicht der Implementierungspartner gar nicht weiß. Ja, aber muss man wissen, wenn man so ein Projekt ausrollt, sind einfach mehr Parteien mit dabei. Wer immer mit dabei ist im Reisebüro, zum Beispiel im Travel-Umfeld, ist das Reisebüro. Da Concur nicht selber auf dieses Global Distribution System zugreifen kann, wo darüber die ganzen Buchungen für Flüge, Hotels, Mietwagen und so weiter abgewickelt werden. Also quasi das System in Europa heißt es oder wird meistens Amadeus verwendet, in den USA ist Sabre eher so das führende System. Da wird ein Reisebüro zwischengeschalten. Da muss man wissen, weil man muss auch das Reisebüro frühzeitig mit einbinden, wenn man so ein Projekt hat, in dem Travel mit dabei ist, nur dass man es im Hinterkopf hat, und die Zeit von so einem Projekt verzögert sich dann einfach oder dehnt sich dann aus auf ja, 6 bis 12 Wochen allein für dieses Modul. Man kann natürlich parallel Expense konfigurieren und so das ganze Projekt ein bisschen kürzer gestalten. Klar, Drittanbieter-Tools kann man bei Concur alles Mögliche anwenden, was man sich noch vorstellen kann. Was typisch ist, sind natürlich die Kreditkarten. Auch hier, ich habe es schon erwähnt, führt das öfter mal zu Verzögerungen, weil eben der Anbieter, der Kreditkartenanbieter, die Bank dann auch mitspielt. Genau, Steuerberatung steht hier noch mit drin. Hatten wir erst letztes Jahr den Fall, dass wir, weil wir unsere Belege nicht mehr aufbewahren müssen in Deutschland seit 2 Jahren mittlerweile. Und dafür ist natürlich ein Steuerberater, der das dann mit dem Finanzamt klärt, weil das vorab geklärt werden muss, ob man die wirklich wegschmeißen darf oder nicht. Bei uns ging es durch, deswegen freuen wir uns, wir müssen die nicht mehr aufbewahren, sondern machen einfach ein Foto und dann reicht das. Genau, dann möchte ich noch auf Pakete hinweisen, die wir auch noch im Angebot haben. Aber Sabrina, vielleicht möchtest du noch dazu kurz 2 Worte sagen. Genau, hier sehen Sie eigentlich ganz kurz unser Paketangebot. Einmal die P78 Concur Interface Relaunch Package, wo Sie eben eine nahtlose Integration von SAP Concur Expense bekommen in SAP FI. Das heißt, dass dann eben auch Reporting und Filtermöglichkeiten möglich sind in Ihrem SAP FI System. Und genau, und das andere Paket wurde vorhin auch schon angesprochen, ist wirklich eine Implementierung von einem Best-Practice-System SAP Concur innerhalb von 5 bis 6 Wochen, wie der Stefan auch schon gesagt hat, bei eben kleineren Ländern, beziehungsweise da wären wirklich diese Best-Practice-Erfahrungen sozusagen mit eingebracht und dann würden wir Ihnen das aufsetzen. Das für Also Sie schon mal wirklich jetzt wissen. dieser Genau, Hands-on-Ansatz. Ja. genau. Erhalten die Folien im Nachgang, können Sie sich dann auch gerne nochmal anschauen. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Inputs von unserem Webinar angekommen und schauen jetzt mal auf Ihre Fragen. Ganz zu Beginn kam eine Frage tatsächlich. Also wenn Sie noch weitere Fragen haben, gerne reinschreiben, stellen wir dann auch gerne noch. Ganz zu Beginn kam eine Frage und zwar die Frage auf,
bei der Folie, wo die einzelnen Module von Concur vorgestellt wurden, ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt, in der man die einzelnen Module einführen sollte. Ja, würde ich gerne übernehmen, Anton. Eigentlich nicht. Also es gibt schon Abhängigkeiten. Ja? Also man kann zum Beispiel keine Reisebeantragung einführen von Conco, wenn man jetzt kein Conco Expense, die Reiseabrechnung nicht einführt. Allerdings lässt sich trotzdem dann das Ganze auch vielleicht Schritt für Schritt ausbauen. Die meisten Kunden implementieren erstmal Expense und dann bauen die dann die Lösung mit weiteren Bestandteile aus. Allerdings zum Beispiel, es gibt auch viele Kunden, die mit Travel anfangen und Travel als so eine Standalone-Lösung implementieren, beispielsweise wenn das dann über Reisebüro geht. Also so eine klare Abhängigkeit gibt es nicht. Klar, die ganzen kleinen Zusatzfeatures, die bauen sich meistens auf den auf der Expense-Lösung auf. Super, danke dir. Ich hoffe, die Antwort hat geholfen. Ansonsten, wie schon gesagt, melden Sie sich gerne bei uns, wenn jetzt im Nachgang auch noch Fragen entstehen sollten. Wir sind jederzeit für Sie ansprechbar. Möchten Ihnen jetzt noch einen kurzen Ausblick auf unser gesamtes Webinarangebot, das schon on demand zur Verfügung stehen, sehen Sie auf der rechten Seite, dass wir uns da eben schon im SAP HCM-Bereich, können Sie da mehr zu Prozesse und Formulare erfahren, aber auch im SAP SuccessFactors-Bereich haben wir bereits spannende Webinare über KI Next Level Recruiting, also Recruiting-Lösungen, die KI-basierte Lösungen zur Hand haben und eben dann auch attraktive Karriereseiten mit dem Career Site Builder. Für manche ist das vielleicht ein Begriff, der sich in einem SAP SuccessFactors Umfeld bewegen, wie wir da eben mit Career Site Components, mit bestimmten Extensions Ihre Karriereseite noch schöner machen können, beziehungsweise noch bessere Benutzerfreundlichkeit erzielen können. Genau, und auf der linken Seite unser nächstes Webinar, das im SAP HCM-Bereich auch sich findet, ist Mitarbeiterbelehrungen. Da zeigen wir Ihnen unser Tool Digital Instructions, das wir gemeinsam mit DM Tech entworfen haben, entwickelt haben und zeigen Ihnen eben, wie Sie Mitarbeiterbelehrungen zukünftig effizienter und digitalisiert gestalten können. Genau. Dann möchte ich Ihnen noch, Sie noch herzlich einladen zu unserem monatlichen HR-IT-Talk-Podcast. Da können Sie gerne jederzeit reinhören. Haben wir spannende Themen auch im HR-IT-Umfeld und geben Ihnen da spannende Impulse für Ihre tägliche Arbeit. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns auf den relevanten Social-Media-Kanälen wie LinkedIn, Xing, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube folgen. Dann verpassen Sie auch keine Neuigkeiten mehr von unserer Seite. Dann sagen wir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse und für Ihr Zuhören. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Sie auch im Nachgang persönlich kennenlernen dürfen. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für Ihr Interesse und wie schon gesagt, kommen Sie gerne auf uns zu für weitere Fragen, die vielleicht im Nachgang noch auftauchen. Auch von mir. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.